Also das heißt, wir haben uns ja eben schon unterhalten, dass es sinnvoll ist, eigentlich versuchen, mit Vernunft die Ziele zu erreichen und vielleicht auch mal über neue Konzepte. Die Professoren sprechen von dem dritten Weg, aber einem neuen dritten Weg. Ja, kann ich. Machen Sie das mal. Welche Ziele definieren Sie? Ja, also ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Der Arzt Christian Zimmermann ist der Präsident des Allgemeinen Patientenverbands in Deutschland und er sagt, dass wir durch eine gekonnte Gesundheitsreform jedes Jahr 70 Milliarden einsparen können in unserem Gesundheitssystem. Das können wir brauchen, ja. Wenn wir davon 55 Milliarden rüber ins Klima tun werden, hätten wir doch eine... Hätten wir Geld dafür. Das Klima ist erforderlich. Ich sage Ihnen, an einem Punkt bin ich ganz radikal. Ich wäre dafür, sämtliche Autos aus der Innenstadt zu verbannen. ÖPNV, mir sehr sympathisch. ÖPNV, Fahrrad, Taxi und Zulieferverkehr muss sein oder wenn was angeliefert wird und sonst keiner mehr. Ich fahre seit 25 Jahren Straßenbahn, auch in meiner Arbeitszeit. Jetzt habe ich ein Abo, fahre seit 11 Jahren Straßenbahn und bin immer schneller als jedes Auto. Es ist bequemer und als Rentner-Abo kann ich sogar noch, ich bin am Wochenende in Bad Neuenahr gewesen, ich kann nach Bonn fahren, alles zur 60. Ich mache alles nur noch mit Straßenbahn, grundsätzlich. Ich habe alle Autos verkauft, ich mache gar nichts mehr mit Auto. Aber jetzt noch mal ein bisschen weiter zu den Details. Stellen Sie sich vor, die Gesundheitsreform, die ist nur eine von 20. Also diese 70 Milliarden pro Jahr ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die zu erzielen wäre. Daran haben eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin und über 20 Professoren 51 Jahre geforscht und gearbeitet und haben das jetzt endlich fertig gekriegt, zeitgleich mit dieser Greta. Ich frage jetzt aber mal genauer nach, würden denn Leistungen für den Patienten verschwinden, wenn das... Nein. Nein, überhaupt nicht. Ein reiner Synergieeffekt. Nein, ein Systemwandeleffekt. Es wird, das ganze System wird auf Präventivmedizin umgestellt. Also da, wenn da vorne jetzt mein Hausarzt seine Praxis hätte, ja, dann würde der mir in Zukunft, erstens mal muss der keinen Papierkrieg mehr machen. Muss sich nur noch um Menschen kümmern. Und dann würde er mir kostenlos, weil ich ja versichert bin, spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Präventionskurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol. Ich muss ganz Konkretes sagen. Ich kämpfe mit der Krankenkasse immer denselben Krieg um meinen Reha-Sport. Der baut auf. Ich habe durch Sport innerhalb von 4 Jahren 17 Kilo runtertrainiert. Und unser System. Trotzdem muss ich jedes Mal kämpfen, drohen, mich durchsetzen, dass ich diese 50 Stunden bewilligt bekomme. Unser System will lieber viel Geld ausgeben, wenn Sie dann schwerst krank sind und Sie 1000-mal operiert werden müssen. Aber Präventivsport oder Gesundheitssport, da wollen Sie keinen Cent ausgeben. Gebe ich Ihnen voll recht, habe ich genügend Beispiele. Mein linker Meniskus ist angerissen, das wollten die operieren, habe ich dankend abgelehnt, gut trainiert. Ich brauche kein OP, ich komme so bestens mit dem Fahrrad hin. Vor allem, wenn man Hilfe kriegt, in Zukunft kriegen wir alle Hilfe vom Arzt, vom Hausarzt, dass er uns hilft, mit der Ernährungsumstellung, mit dem Abnehmen hilft. Alles, ja. 17 Kilo weniger durch Sport, aber auch ein riesen Gesundheitsfaktor. Seitdem ich nicht mehr im Büro arbeite, da konnten sie nur, haben sie immer in der Zwangshaltung gesessen, 30 Jahre lang, dann ist das Kreuz schief, dann werden sie dick und fett und hatten nie Zeit für Betriebssport. Auch die Kantinen sind nicht gerade Gesundheitskantinen. Wir hatten irgendwelche Pommesbuden. Pommesbuden, ja, und dann ist das klar. Es gab nichts. Ich habe die Ernährung so umgestellt, weniger Kalorien, Fisch, wenig Fleisch, wenig Wurst, viel Käse. Das macht unheimlich viel aus. Und sie fühlen sich jünger und fitter. Sie sehen mir nicht an, dass ich 67 bin. Das ist der Unterschied. Und genau das ist der Punkt zum Beispiel. Mein Schwerpunkt liegt bei Gemüse und Obst auch, und so weiter. Auch, ja, Gemüse. Gemüse gehört für mich zu jedes Mittagessen. Ich habe dieses Mittag nur Fisch und etwas gegessen, wird abend noch was Leichtes kochen. Ja, und jetzt kurz zu Ende, diese Formel. Die Formel lautet dann, dass der Hausarzt, ich verkürze jetzt natürlich drastisch, ich verkürze für jeden gesunden Monat, den mein Hausarzt mir hilft, weiterhin gesund zu bleiben, kriegt er regelmäßig Prämien ausgeschüttet. Und das ist sein Hauptverdienst. Das wäre super, weil ich sehe meine Ärztin oft ersticken in Bürokratie, die ganz kurz dran sein muss, um die Menge an Patienten zu bewältigen und eine Unmenge von Papierkram. Und wenn ich jetzt chronisch krank werde, dann würde die Krankenkasse, ohne dass die Ärztin was machen muss, würde die Krankenkasse ausrechnen, aha,
Der Arzt hat mit seinen Präventivkursen mit dazu ein bisschen geholfen, dass sie jetzt etwas weniger Medikamente braucht als vorher, weil die Prävention auch so ein bisschen die Gesundheit gefördert hat. Und dafür kriegt er dann schon fürstliche Prämien ausgeschüttet, schon nur für kleine Verbesserungen. Für mich ist das so, ich brauche Medikamente, das sind altersbedingt. Je weniger Medikamente, desto besser. Keine Antibiotika und dieser ganze Unsinn, die Fleischverseuchung oder was. Ich esse kein Hähnchen, weil die immer noch Antibiotika verseucht sind. Und das ist jetzt, sehen Sie, wir sind uns jetzt einig, dass man mit so guten Reformen einerseits den Menschen was Gutes tun könnte, sogar den Ärzten was Gutes tun könnte, weil die Ärzte, die gutwillig sind, die würden dieses System begrüßen. Und vor allen Dingen würde man dem Einzelnen was Gutes tun. Er hätte eine bessere Lebensqualität und müsste nicht dauernd zum Arzt rennen und hätte auch ein anderes Selbstwertgefühl. Und wir würden dadurch Gelder einsparen, von denen wir einen Teil für die Klimaziele dieser jungen Leute verwenden können, dass wir auch eine bessere Umwelt kriegen. Umweltschutz ist sowieso etwas, was wir generell fördern müssen, aber auch für deren Ziele hätten wir dann Geld übrig und so weiter. Und das Verrückte ist, wenn ich jetzt mit denen reden würde, ich könnte nicht mit denen reden, wie ich jetzt mit Ihnen rede. Ja, ich habe ja auch einen anderen Bildungsstand, tut mir leid. Und Sie haben Lebenserfahrung? Reichlich. Das ist das Verrückte, dass eben manche träumen tatsächlich von so einer Art linken Revolution. Und deswegen heißt meine Lösung, also ich bin ja nur Assistent der Professoren, ich bin ja nur Assistent. Aber stellen Sie sich jetzt vor, hier würde jetzt diese weltberühmte Greta Thunberg stehen. Und die würde jetzt sagen, liebe Frau Merkel, liebe Welt, lasst uns über den Ansatz dieser zweiten Scientists for Future, dieser vernünftige Ansatz mit den vernünftigen Reformen, die uns alle gut tun und die dann auch noch Gelder fürs Klima bringen, lasst uns darüber kontrovers diskutieren, damit dann auch irgendwann... Nicht diskutieren, anfangen. Das ist, da haben Sie recht. Es ist auch meine Meinung. Was meinen Sie? Wie viele Wochen? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich warte seit Wochen darauf, dass wir endlich anfangen. Das habe ich vor 7 Jahren gekauft. Das sieht aus wie aus dem Laden, wenn man es pflegt und benutzt. Und das ist, und wenn Sie die gesamte Gesellschaft auf Prävention umstellen, dann wird alles gepflegt und genutzt und sauber gehalten und so weiter. Sie werden die alle Menschen dazu kriegen, aber die guten Willens sind, die werden sich sicher beteiligen und auch freuen. Wir müssen auch zum Beispiel im Kriminalitätsbekämpfung müssen wir auch auf präventive Verhinderung von Straftaten setzen. Dafür geben wir aber nichts aus und belohnen niemanden. Und ganz drastisch, in diesem Lande war gestern die Nachricht im Stadtanzeiger, das Gefängnis ist voll und sie haben keinen Ausweichplatz für die derzeitigen Gefangenen. Die Bild-Zeitung hat gesagt, wir lassen jetzt lauter Kriminelle frei, weil die Richter und Gerichte überlastet sind und die Gefängnisse. Das ist indiskutabel. Man müsste Folgendes machen, über genügend Sozialarbeit und Prävention, weil ich bin beruflich Sozialarbeiter, könnte verhindert werden, dass Menschen überhaupt erst kriminell werden. Das ist in dieser Stadt ein Arges, dass für Jugendliche zu wenig getan wird. Freizeitmäßig, treffpunktmäßig, programmmäßig. Die Professoren haben das vor, das gleiche Prinzip wie beim Arzt, nämlich Verhinderung von Krankheit wird fürstlich belohnt, auch auf die Sozialarbeit auszuweiten. Nämlich Verhinderung, alles was präventiv wirken kann, da haben die komplizierte Messsysteme entwickelt, wie man dann so zum Beispiel verglichen mit dem vorherigen Zustand kann man ja Entwicklungen verfolgen und dann kann man klare Daten kriegen und dann sagt man, aha, diese Sozialarbeitermannschaft hat jetzt in diesem Stadtviertel für eine positive Entwicklung gesorgt, jetzt kriegen sie auch fürstliche Prämien. Ja, das wäre ja schön. Mir wird schon genügen, es werden genügend Leute eingestellt und man wird nicht überlastet durch zu wenig Planstellen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber der andere Punkt ist natürlich auch, dass gezielt belohnt wird. Also ich habe in dem Bereich 30 Jahre gearbeitet und noch nie irgendeine Form von Belohnung bekommen. Und das ist doch eigentlich traurig. Man versucht eigentlich was Gutes zu tun in der Gesellschaft. Und eigentlich wird das dann so übergangen. Es wird eigentlich nie wirklich gewürdigt. Und das ist, dass die Professoren haben gesagt, wenn wir eine gute Gesellschaft haben wollen, müssen wir auch jede gute Tat auch gut belohnen. Ja, das wäre sehr schön. Mir wird schon genügend, dass man mit seinen fachlichen Argumenten überhaupt gehört wird und nicht gedeckelt wird, dass gesagt wird, ja, früher waren das jetzt 12 Monate Jugendhilfe, jetzt gibt es generell nur noch 9, wie aktuell in Köln. Ne? Da wird gekürzt. Ich habe Pläne gemacht, die habe ich überhaupt 2,5 Jahre gemacht. Das ist hier fast nicht möglich.
Ja, und jetzt habe ich Ihnen so zum Abschluss des Gesprächs, ich habe Ihnen jetzt so ein bisschen Einblick gegeben, so in den Ansatz dieser ehemaligen Bundesgesundheitsministerin, der über 20 Professoren. Klingt das für Sie zumindest diskutierenswert und halbwegs vernünftig? Ich finde das inhaltlich interessant. Das ist ein alternativer Ansatz, der breit diskutiert werden sollte.